Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir uns Ivar gestellt, der uns voll fertig gemacht hat. Und dann sind wir noch ein bisschen durch die Helioborg-Festung durchgegammelt. Ein bisschen gekämpft und so, weil wir Erfahrungspunkte brauchen, weil wir voll schwach sind und ja. Jetzt machen wir weiter. Ich wollte erst ein paar Sachen noch kaufen, aber dann, doch nicht. Boah, ich wünschte, ich hätte die Aufnahme ein bisschen früher gestartet, weil irgendwie habe ich das Gebiet gewechselt, bin so... Ja, von denen in den Gebiet gewechselt. Irgendwie hat ist Ludgarn voll auf die Stelle gelaufen. Das sah irgendwie witzig aus. Wünsche ich hätte das schon vorher aufgenommen. Und da ist ein Speicherpunkt. Du willst mich doch auf den Arm nehmen. Ich sehe, was ich vermisse. Levelwiederherstellung. Dass wenn man auflevelt, wieder volle HP und TP bekommt. Aber das will anscheinend nicht so. Ich will nicht die. Oh, habe ich jetzt die? Nein, ich habe immer noch Klingen. Ist gut, Mann. Gibt's doch nicht. Aber wir haben so viele TP-Probleme. Hatten wir die im ersten Teil auch so? Ich kann mich nicht erinnern, so viele Probleme gehabt zu haben. Jude, Heiler. Oh. Warte mal. Jawohl. Stimmt ja. Da war ja was. Verdammt, der hat gerade Heiler eingesetzt. Oha. Ja, lass mich da rein. Verdammt. Du hast eine Heilung abgeworfen. Ich glaube, ich spinne. Oh, ich bin echt der Einzige, der hier immer TP hat. Das darf nicht wahr sein. Guckt euch das an. Wir sind voll im Arsch. Oh. Oh, geil, Heilung. Wie Ludger immer so verdutzt ist, ey. Immer wenn sie irgendwas sagt. So, ich glaube, wir werden ja ein bisschen gehalten, ne? Keine Ahnung. Katzenkurier, genau. Das ist irgendwie... Als ich das Spiel angemacht habe, kam mir das direkt entgegengepfeffert. Okay, wir haben wieder ein paar neue Sachen. Jetzt suchen wir noch mal bei Duval. Okay. Jetzt tun wir mal was einsetzen hier, würde ich sagen. So, brauchen wir ein Sandwich. Und speichern tun wir auch mal. Warum ist das Spiel so schwer? Aber ich mag so. Ich will nicht durch das Spiel durchrushen, als wäre nichts. Soll mich auch beschäftigt halten. So, wir können wahrscheinlich da lang. Weiter gehen wir hier jetzt hin. Ich glaube nicht, dass wir hier raus müssen. Da geht es ja, glaube ich, wieder raus, ne? Ich jetzt wieder zurück, egal. So. Komm mal her. Oh, fuck. Zack. Zack. Ha. Keine Ahnung, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, aber es war gut. Sehr schön. Ich hätte vielleicht doch das TP-Rezept nehmen sollen. Opportunist. Ja. Ich hatte jetzt hier da falsch ausgesprochen, aber nein. Nein, ich spreche doch nie was falsch aus. So, wahrscheinlich kommt jetzt der übelste Boss-Kampf gleich. Oder da der Speicherpunkt war, habe ich irgendwie das Gefühl, dahin kommt der Speicher. Der Boss-Kampf. Zack. Willst du denn? Bam. So, erstmal den hier kaputt hauen, ne? Den Angriff muss ich oft einsetzen, der bringt es nämlich voll. Er will nicht verrecken. Nur zwei hübsche Mädels. Zack, ich beifer den ja. Sehr schön. Da freue ich mich, wenn wir schon viel stärker werden. Ja. Mixer. Gut so. Verdammt.
Und fuck! So. Besondere verbundene Art. Die Art, die Ludgers Ausführung besonderer verbundener Art mit anderen Gruppenmitgliedern ermöglichen, variieren je nach Partner und Waffe. Ist er beispielsweise mit Elf verbunden, dann sollte er die Doppelpistolen verwenden. Ah. Okay, macht irgendwie Sinn, ne? Das sieht doch schon wichtig aus. Oh, verdammt. Was denn? Jawohl. Wait, so those Goodwill Ambassadors were actually... Yeah, my classmates and I were picked to represent Risa Maxia. Hm. Meet Elise and Tipo. Ich weiß. Die Kleine ist echt süß. Jawohl. Ja, mach ich. Das gefällt dir sogar gut. Der Charakter ist vollkommen anders jetzt anscheinend. Hat sie auch eine andere Stimme? Elise, what happened to your friends from school? We all got attacked real sudden like. Good thing I brought Tipo along today. Elise was so brave, she got all her classmates into a room that was safe. What about Bailey? He got all the bad guys to chase after him, so the rest of us could run and hide. I bet you he's still on top of the development wing. Yeah, so I came down here to call for help. Can you lead us? Of course. Sehr schön. What's the matter, Al? Are you afraid of thunder? No, as if. Was? Oh. Did you feel that? Verdammt, wir sind schon wieder in der Matrix, wie beim letzten Mal im Zug. There's no need to be afraid. I mean, because. That's the wrong way. I knew that. Elise! Jawohl. Oh, endlich. Da bin ich so früh schon bekommen, ey. Richtig geil. Sehr schön. Mein Lieblingscharakter ist wieder zurückgekehrt. Und sie hat gute Heilarzt, die wir gerade brauchen. Hoffe immer, finsterer Blick. Ja, sie hat wahrscheinlich wieder. Ja, Tipo ein, Tipo aus. Ja, schön. Ich find's schön. So, wie sieht Nels Mütze bei dir aus? Nicht der Partyhut. Lassen wir's mal. Sehr schön. So, jetzt können wir jetzt mit jedem aufnehmen. Das war auch eine Alliumkugel oder Alliumkugel. Sog. Schwarzer Pinsel, da sehe ich schon wieder direkt voll viele neue Arts. Psyche, Vitalität 30, ja, okay, das ist gut. Elfenkreis. Die Probleme, ja, das weiß man. Oh, sehr schön. Speichern. Wir haben Elise. Sehr schön. Alles klar. Jetzt wollen wir erst mal sehen, was die Gegner gegen uns ausrichten können. Das ist jetzt lila geworden. Ha! Wow, warum ist die Kampfmusik auf einmal so geil? Sehr schön. Ah. Jawohl. Sehr schön. Titel fast freigeschaltet. Verbunden. Was, glaube ich, gleichen Sprüche, ey. Richtig schön.
Oh, geil. So, ich würde jetzt erst mal ein paar Kämpfe machen, jetzt wo wir Elise haben. Wer weiß, wie lange die bei uns ist. Na, haut sie irgendwie ab, wenn wir hier fertig sind. Das wäre ja richtig blöd. Deswegen viel erstmal hier abgriefen wie möglich. Ich habe direkt die TP am verbauen, wenn er. Was zum? Das sah sehr merkwürdig aus. Ich will es normal sehen. So, du hattest Dings jetzt bekommen. Nicht du. Solider Schutz, mindere Schäden, Abwehr um 50%. Okay, das brauchst du nicht. Du brauchst das hier. KP gewinnen. Ja, das könnte nützlich sein. Dat, au. Ich kann mir aber nichts anderes erstmal lernen. Oh, sehr schön. Oh, gut. Shoot und Elise. Was haben wir noch? Dragon Shot. Langer Schritt. Das ist sehr gut. Vitalität, TP gewinnen. Lass mal die erstmal, warte mal, du hast doch Psyche, ne? Stärke, Beweglichkeit und Psyche, okay. Das ist mal Psyche. Du bekommst Stärke und Beweglichkeit. Sehr schön. Es geht wieder bergauf. So, von da kam man, ne? Ist jetzt alles noch gleich wie vorher? Erstmal machen wir dich platt. Ich hab jetzt richtig Bock, hier Gegner kaputt zu hauen. Verdammt. So, einfach irgendwas hier machen. Verdammt. Elises Partnerfähigkeit, Tipo-Entzug. Wenn du Elise als Partnerin wählst, besteht die Möglichkeit, dass sie immer, wenn deine TP abnehmen, von einem Gegner KP und TP absorbiert und auf dich übertragt. Elise hat eine größere Chance, Gegner abzuzapfen, wenn sie sich bei diesen um Geschwindigkeitsgegner handelt oder wenn sie in der Luft gesteuert werden. Okay. We've really been nailing the linked arts lately. I think we've definitely improved as a team. Okay. Wir sind jetzt wieder hier, ne? Hat jetzt irgendwie was geändert? Was bist du denn? Ach, verdammt. Boah, die Kampfmusik ist jetzt richtig geil. Aua. War gerade, wenn ich mal am Boden lag, ne? Komm mal, Elise. Elise, komm her. Ich bin die ganze Zeit TP am Verballern, deswegen könnte das nicht schlecht sein. Ich habe keine TP mehr, verdammt. Warte mal, du bist bestimmt ein Geschwindigkeitsgegner. Nee, du bist ein Geschwindigkeitsgegner. Aua. Hey, boah, ich knutsche beinahe Mikro, ey. Fällt mir gerade so auf. Muss ich mit aufhören. Oh gut. Triumphal. Okay. Ich brauche wieder Dingens hier. Kochdinger. Jetzt haben wir das mal nehmen. Ich hätte gern mehr Element Erz. Wie da hinten zum Beispiel. Wahrscheinlich ist jetzt die Tür ja verschlossen, war nicht mehr verschlossen, oder? Wie sieht denn hier jetzt aus? Hat sich da auch was geändert? Mikati war, glaube ich, nicht vorher lila, ne? Deswegen hier meine Schatztruhe drin, ja, das weiß ich. Die ist jetzt weg. Da fuck. Okay. Was bedeutet das, wenn das so lila ist? Letztes Mal, als das passiert ist, sind wir mit dem Zug irgendwo reingecrashed. Da finde ich nicht gut. Und okay, ich wollte schon sagen, sind die Leute hier auch weg. Gibt es neue Sachen zum Shoppen? Ich bezweifle es. Aber egal. Na gut, keine Ahnung, was dieses Lian ist. Aber wir machen einfach alles klar. Ich wollte eigentlich nicht gegen mich kämpfen, aber egal.
Die Musik ist aber awesome. Ach, verdammt. Ich dachte, ich konnte den Eingang in der Luft machen. Bindungsattacke. Erwin. Verdammt, zu spät. Zack. Können wir eigentlich mit jeder Technik irgendwie eine Verbindungsattacke machen? So, ein Luft gesteuert. Warte mal. Luftsteuer geht doch mittlerweile gut. Geht doch mittlerweile richtig gut. So, mal gucken, was Elvin macht, wenn ich mit L1 angreife. Mein Gott. Voll frech ist sie geworden. So, komm mal her, Elvin. Mein Gott. Ja, stimmt. Ah, jetzt hat er diesen Schuss, genau. Vergesse mal, man hat auch, man kann, ey. Oh, schön. Powerhammer und so was, kann ich mal. Ja, das ist gut. Das auch. Ja, das ist auch gut. Zack. Fuck, da wollte ich gar nicht. Egal. Sogar sie kann einfach hier. Kann sie jederzeit etwa. Ich glaube, ich muss halt offscreen ein bisschen so analysieren. Dieses Fähigkeit Tipo-Verschiebung. Wenn Elise ihre Stichelei verwendet, wechselt Tipo zwischen den beiden möglichen hin und her auf Elise zu sitzen oder in kurzen Abstand vor ihr in der Luft zu schweben. Wenn Tipo auf Elise sitzt, werden ihre Geisterart stärker und sie kann effektivere Distanzangriffe ausführen. Wenn Tipo in einiger Entfernung vor Elise schwebt, werden ihre Kriegsart stärker und sie wird effektiver im Nahkampf. Hier sehr Vitalität gelernt als gut. So nur Abwehr, ne? Nicht KP, oder? Okay. Nein! Wie sieht denn hier aus jetzt? Auskundschaften, Donnergrollen. Was haben wir noch zur Auswahl? Schonungslose Kraft und so. Ja, Rüstungszermalmer, ja. Aber das. So, du hast noch Zornschürer. Ja, verspotten braucht man nicht. Vitalität, das wäre gut. Oder. Ja, Vitalität. Alle anderen sind noch bedient. Deine Katze ist zurückgekehrt. Yay, ich dachte, ich habe 5. Ein Ei. Du gehst sofort wieder zurück, ey. Du bringst mir gefäß was Anständiges mit. Was? Nein! Wollte ich gar nicht hin. Nein! Jetzt sind die Gegner schon wieder neu aufgetaucht. Das gibt's ja nicht. Ich muss unbedingt so Erfahrungsgerichte finden, kaufen, was auch immer, herstellen, kochen. Hat eine Art erlernt, hat eine Fähigkeit erlernt. Sehr schön. Langer Schritt. Ja, eine Art Drachenschuss, genau. Also ich werde erstmal, wenn ich mehrere habe, die alle irgendwie zuteilen. Oh, war die Tür nicht zu? Nee, die war offen. Okay, warum sind wir immer noch in der Matrix? Also ich verstehe das nicht. Was passiert hier? Die war verschlossen, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. So, da oben war ein Speicherpunkt, hier war ein Speicherpunkt. Hier soll man speichern, einfach so, weil ich es kann. Da gucken wir oben noch mal, von wo wir gekommen sind. Ich möchte nichts verpassen, deswegen. Ach, was soll's. Ich gehe einfach hier rein. Fertig. Hey,
Tippo gegen Rollo. It's nice to meet you. I understand that you're Luger's cat. Hey there, I'm Tippo. My, what a splendid belly you have there. I meant it in a good way. Tippo, you have to try to get along. Your soft paw pads and my soft body, we're comrades in squishiness. Oh my gosh, Rollo's paw pads are so... Oh my gosh. You're more delightfully squishy than Tippo. We've been beaten. Teach me your squishy ways, Master. What? Oh Gott. Ich dachte erst, sie würden sich hassen. So wie, keine Ahnung. Okay. Er macht ja sich so den Eindruck, als würde sie Elise hassen, aber keine Ahnung. Oh. Gehen wir erstmal hier rein, das ist einfacher. Ah, Kistenrätsel. Heute kenne ich mich aus irgendwie. Wenn da jetzt nicht irgendwas Imba-mäßiges drin ist, ne? So, öffnen. Seidengewand, das ist für Elise. Weil sie hat noch gar nichts. Sie läuft ja halbnackt rum. Was soll das, bitteschön? Kann auch keine kleine Dame einfach so halbnackt rumlaufen lassen. Okay, das war's. Da ist eine Sackgasse, ne? Ist eine Truhe. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob da eine Truhe ist, Mann. Doch weg. Watcha! Sehr schön. Au. Das hat sich voll in die Luft geschossen, ey. Zack. Verbindungsattacke, ey. Schon wieder. Man kann sich auch irgendwie einstellen. Zusammenhandeln, selbstständig handeln. Ey. Nicht hier abwehren. Man kann ruhig selbstständig handeln. Aber wenn ich gegen Leute kämpfe, muss sie ja nicht unbedingt in der Nähe sein. Dann ist hier in Gefahr. Und da will ich nicht. So, TP gewinnen. Triumphal. Ich sollte vielleicht mal gucken, was das ist, aber egal. Werde ich schon mal irgendwann drüber gehen. So. Irgendwo hier wartet doch bestimmt ein Boss. Alvin und Elise. Looks like you've had quite a makeover there, Elise. Oh, Drissel brought me these clothes for my Olympias trip. And she and her friends at school all got matching ribbons. Look at you being all social. What about you? For a merchant, you look kind of shifty. My partner is the nice guy type, so I get to be the bad cop. What can I say? The role fits. Look at you being all social. I see Tippo is with you again. Yeah, she locked me away for a while there. My friends and I promised we'd show each other our plush dolls on this trip. She wants everyone to see my cuteness. Huh? Because Tippo's adorable, isn't he? Oh mein Gott, der kommt immer näher. Nicht so knuffig wie Rollo. Ja, das haben wir schon mitbekommen. Und wie, diese knuffligen kleinen Hörnchen. Nein, den Fehler mache ich nicht nochmal. Das sind keine Hörnchen, das sind Ohren. Hat sie im ersten Teil mal gesagt. You sure are competitive. Well, he's a cat person. They take this sort of thing seriously. That's so soft and squishy. Your master is a stubborn one, Rollo. What is this? Oh nein, Elise, dafür werdet ihr bezahlen. Mm.
Riese gehen Sicherheit. Heil dich hoch. Mein Gott, warum kriegen wir denn alle AP dazu? Zack. Kann ich auch fast jede Attacke einsetzen. Jeder hat eine verbundene Art oder was? Und ich, da war aber nichts, ne? Nein. Verdammt. Oder liegt da? Nee, ich glaube, da liegt nichts. Wenn doch, dann habe ich es verpasst. Das muss hier jeden einzelnen Raum wahrscheinlich. Röfen. Gibt's hier etwas? Kann ich hier irgendwas machen? Ah, oh, weh, gibt's nichts zu machen. Irgendeine Weise. What? So, zack. Mach ich den hier. Dann mach ich den hier. Kannst du ja mit jedem dann machen. Nee. Den Dio. Hey. Nix hier abwehren. Glaube, takt. Ja, verdammt. Sharing is caring. Mein Gott, ich kriege ja voll schnell TP. Steuerung. Mit Select legst du die Steuerung einer Figur fest. Mit der Einstellung halbautomatisch hält die Figur automatisch den richtigen Abstand ein. Um jetzt hier beim Angriff zu treffen, willst du die Einstellung automatisch erfolgen, sowohl Angriffe auch als Abwehr automatisch. Titel verzweigschalt, Verbindungskünstler, nur noch ein. So, aber hier gibt's nichts, ne? Warum bin ich denn dann hier reingegangen? Okay, da geht's nach oben. Muss ich nicht den Aufzug nehmen, ne? Ah, da war ein Skit. Auf Spelle. Und zack. Aua. Jetzt sogar Luft einsetzen können. Sehr gut. Aua. Hilf mir hoch. Verdammt. Ich spreche die Abwehr. Jawohl. Und zack. Sharing is caring. Sehr gut. Ich dachte, der Spruch wurde ersetzt durch irgendwas. Sehr schön. Sehr schön. Die Terrorgruppe Exodus. These Exodus dolls just won't give up. Causing trouble all over the place. I thought they just wanted to go home. Now that they're back, why are they still fighting? A lot of them found they didn't have a home to return to. That's a hard pill to swallow. So they put it all on Reza Maxia and the peace-seeking government of Olympias. Sometimes it's easier to blame others than to move forward yourself. And that's not all. Exodus has been recruiting heavily from a new generation of disaffected Olympians. Olympias is a nation in decline. There's no shortage of discontent for Exodus to mine. The collision with Reza Maxia just gave the disaffected a new direction in which to focus their anger. You make it sound so hopeless. Don't get me wrong. I don't intend to sit by and let this continue. Thanks to all of you, I finally made it back to my home. I'm sure as hell not gonna let these idiots ruin it. Alvin, you've changed. You're moving forward. With a little help from my friends. Okay. Soll ich ihn immer noch trauen? Ich weiß es nicht. So, ich bin jetzt. Was? Ich bin doch jetzt ein höher. Oh, keine Ahnung. Nee, hier ist der Aufzug. Der kam mitten aus nichts, verdammt. Obwohl man ihn auf der Karte hätte sehen können. Sehr schön. Ich mit jedem Angriff hier eine verbundene Art einsetzen kann. Richtig schön. Mein Gott.
Da ist noch einer übrig, kümmert sich doch mal einen um den. Will nicht alle auf einen hier drauf kloppen. Powertreffer, 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 Powertreffer. Warte, Hilfe. I should be helping, not hurting. Ja, okay. Okay, ein Level Up können wir ja noch kriegen. Aber wir haben schon 31 Minuten. I sure hope Balin's okay. Well, if there's one thing Balin's good at, it's looking out for Balin. Okay, ich würde mal sagen, das war's dann für heute und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.